Herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, heute dachte ich mal wieder an ein Thema, etwas Asperger-spezifisch, etwas aus meinem Leben und ja. Ich fange einfach an, indem ich sage, ich habe die letzten Monate sehr oft den Eindruck, dass ich in meinen Übungen im Thema Sozialverhalten sehr stark, ja, zurückhinke und dass ich gerade sehr viel wieder verlernt habe. Und für mich ist es ja so, dass ich gebe mir wirklich Mühe, das zu lernen, aber ja, es funktioniert halt nicht langfristig. Viele Sachen lerne ich und vergesse dann wieder und dann muss ich sie halt wieder lernen. Und das sind so diese zwischenmenschlichen Sachen, die andere einfach haben, die ich einfach üben muss. Und mir fällt jetzt gerade auf, dass ich hier voll auf der Kamera specke und ja, ich möchte erklären, diese Glitzerränder hier sind Creme, weil ich trockene Augenlider hatte und da habe ich Creme drauf gecremt und jetzt merke ich erst, wie glitzerig das rüberkommt. Es tut mir leid. Ja, aber gut. Auf jeden Fall muss ich das sehr oft üben, dieses Sozialverhalten und diese zwischenmenschlichen Sachen. Und darüber möchte ich heute mit euch reden, nämlich ich habe zurzeit so oft das Gefühl, wozu will ich eigentlich das Sozialverhalten noch lernen, wenn die Menschen da draußen sich gefühlt auch nicht mehr sozial benehmen? Und ja, also ich habe in letzter Zeit sehr oft, ich glaube jetzt habe ich es falsch gesagt, aber ich habe in letzter Zeit sehr, sehr oft den Eindruck, dass ich mir wirklich Mühe gebe, Sozialverhalten zu lernen, dass ich auch gerade wieder etwas besser dran bin mit meinem Sozialverhalten und also dem Zwischenmenschlichen. Dass ich mir wirklich wieder etwas mehr lerne und dass ich auch wieder mehr aufnehmen kann diesbezüglich. Es gibt auch Zeiten, da kann ich über Sozialverhalten reden oder auch tun. Und ja, zurzeit habe ich das Gefühl, dass es bei mir recht gut läuft. Und ich muss auch zugeben, eine der größten Hilfen für jeden anderen Asperger als kleinen Tipp. Auf YouTube gibt es gerade diese Serie, die Glücksbärchen, und das mag sich jetzt doof anhören, aber diese Serie hilft sehr viel, weil die sehr viel über dieses Zwischenmenschliche erklärt, und zwar den kleinen Kindern. Und das hilft auch, wenn man es als Erwachsener lernt oder als Jugendlicher eben lernen möchte nochmal oder lernen muss, einfach indem es diese wichtigsten Regeln immer wieder durchkaut in den Folgen. Und man dadurch das sieht und immer wieder sieht. Und ja, so übe ich zurzeit mein Sozialverhalten. Und ich habe jetzt schon Ohrwurm mit dem Titelsong, ich möchte ein Glücksbärchen sein. Das wäre wunderbar. Und ja, das heißt, ich sehe wirklich gerade viele dieser Folgen an. Es gibt insgesamt 44 und ich empfehle es einfach jedem. Also jedem, der das so lernen möchte. Und ja, so lernt man es auf eine sehr einfache und sehr nette Art. Es ist was anderes, als wenn man es immer wieder durchkauen muss. Und es kann ja wirklich trocken sein. Weil für die normalen Menschen, die nun mal nicht Asperger sind, die haben das ja einfach schon von Natur aus, dieses Können. Und wenn man das immer wieder lernen muss, ist das für mich ein bisschen manchmal so wie in jeder Schule Mathe lernen. Es ist unglaublich anstrengend, weil man einfach nicht unbedingt ja, sich im Kopf behalten kann. Und man sich ja Mühe gibt, aber es einfach nicht im Kopf bleiben will, gefühlt. Und immer so nach einer gewissen Zeit vergisst man es auch wieder, wenn man einfach nicht in Übung bleibt. Ja, gut. Aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe ja gerade sehr oft den Eindruck, dass ich wieder ein bisschen mehr lerne, dass ich wieder ein bisschen mehr aufnehmen kann und jetzt ist mir einfach aufgefallen, ja, wieso lerne ich eigentlich mir mühselig dieses Sozialverhalten? Warum muss ich es mir mühsam einprägen, wenn gefühlt die Welt da draußen zurzeit auch nicht unbedingt sozial ist? Die Tage war es wohl so, dass meine Mom draußen war auf der Straße und von jemandem angerempelt wurde. Und der jemand hat sich weder entschuldigt, noch hat irgendwas gesagt, sondern hat einfach nur aufs Handy geguckt und ist weitergegangen. Und ich, aus meinen Übungen weiß ich, dass man das nicht tun sollte, sondern dass man sich entschuldigen sollte. Und dann frage ich mich, warum
Warum? Warum tun das die Leute? Wieso ist es so, dass wir inzwischen nicht mehr nett zueinander sein können? Oder auch so ein ganz klassisches Ding ist, viele Leute sitzen zurzeit mit den Handys einfach da und tippen da drauf rum und wundern sich dann, warum man nicht miteinander redet. Und ja, oder auch sowas wie, ja, oder dass du angemeckert wirst mitten auf der Straße von irgendjemandem, den du gar nicht kennst und der dich dann anmeckert und du dir dann denkst, ja, wir kennen uns doch gar nicht. Und solche Sachen passieren so oft. Und ich frage mich dann immer, wieso passiert es? Ja, warum passiert es? Wir sind doch eigentlich jetzt in der Zeit vor Weihnachten. Ich meine, es sind jetzt noch ein paar Tage, dann ist Weihnachten, die Weihnachtsvorzeit. Und trotzdem schaffen wir es nicht, nett zueinander zu sein oder sozial. Und das ist einfach so, ja, ist einfach so schade, wenn ich jetzt mir denke, ich als Asperger lerne das Sozialverhalten hart und mühsam und gebe mir wirklich Mühe und bin dann an einem Punkt angekommen, wo mir schon mal jemand gesagt hat, du bist höflicher als meine Kinder, wo keine Asperger sind. Und ich mir dann so überlegt habe, da stimmt doch eigentlich was nicht. Das sollte eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht so das Normale. Obwohl normal ja auch relativ ist, aber es ist einfach nicht das, was das Übliche ist. Und mir fehlt da einfach in letzter Zeit sehr oft diese Motivation. Also wirklich, ich bin gerade zur Zeit oft, da ich jetzt gerade wirklich aktiv im Sozialverhalten Bootcamp mit meiner Mama und meinem Dad wieder mal stecke. Ja, ich bin etwas sehr, sehr schlecht geworden. Aber auch eine sehr große Hilfe ist meine neue Pflegerin, mit der ich mich unterhalte und die mit mir redet und die mir einfach so, ja, diese Gespräche helfen mir zurzeit auch, mein Sozialverhalten und meine sozialen Interaktionen und auch das Zwischenmenschliche wieder etwas zu üben. Und ich bin einfach froh, dass ich diese Möglichkeiten habe. Aber ich frage mich ganz ehrlich, was ist in 10, 20 Jahren, wenn die Leute immer mehr unhöflich sind und immer mehr Leute solche Sachen wie einfach mal zu sagen, es tut mir leid, wenn man jemanden anrempelt oder Entschuldigung. Oder auch sowas wie einfach im Laden nicht nur zu sagen, reich mir mal, sondern einfach zu sagen, könnten Sie mir bitte dieses Glas reichen? Ich komme nicht dran oder irgend sowas. Ich weiß, es braucht mehr Zeit, aber es ist einfach höflicher und sagt Mama, sagt meine Mutter, sagt Mutter. Also, ich gebe zu, ich vergesse das auch oft. Aber ich weiß, ich will jetzt mich nicht hier auf meinem Asperger ausruhen, nach dem Motto, das ist eben so. Weil ich es eben oft Hilfe dann braucht, dass mir jemand auch mal sagt, das war jetzt nicht höflich. Und ja, oder auch vor kurzem ein anderer Bekannter von mir hatte einen Streit mit jemandem und der hat dann tatsächlich zu diesem jemanden gesagt, also weißt du, Brot kann schimmeln, was kannst du eigentlich? Und das habe ich dann meiner Großmutter erzählt und auch meiner Mutter und beide haben zu mir gesagt, das ist mega unhöflich. Und in dem Moment, wo ich das gehört habe, war es für mich eigentlich eher so eine fragende Feststellung. Und ja, das war so war vor kurzem meine Übung, dass einfach, es ist einfach dieses Wichtige ist, für mich dann zu sagen, ja, ich habe jemanden, den ich fragen kann. Kann man das tun? Sollte man sowas sagen? Ist sowas noch nett? Ist sowas freundlich? Und ja, ich frage mich ehrlich, was ist in ein paar Jahren, was machen meine Enkel, wenn ich bin mal, werde wahrscheinlich meinen Kindern nicht unbedingt immer die hilfreichste Hilfe sein im Thema Sozialverhalten oder Zwischenmenschlichem. Aber was machen dann meine Enkel, wenn die das dann auch nicht lernen von ihren Eltern? Und was machen dann meine Urenkel, wenn sie es auch nicht lernen? Ich meine, ich bin nun mal jemand, ich lerne nicht nur von meiner Mom, meinem Dad und von den anderen, sondern ich lerne auch von dem, was ich sehe. Und was passiert mit den Aspergern der Zukunft, wenn sie immer nur Leute sehen, die sich nicht mehr entschuldigen, die nicht mehr Bitte sagen, die nicht mehr Rücksicht aufeinander nehmen und die auch keine Hilfsbereitschaft mehr haben? Was passiert mit uns dann? Und das ist so eine Frage, wo ich mich wirklich frage, lohnt es sich heutzutage noch, das Sozialverhalten zu lernen? Weil wenn ja,
Wohin kommen wir dann überhaupt, wenn das Sozialverhalten im Prinzip schon total überholt ist, gefühlt? Aber ich für meinen Teil, ich sag's wie folgt ist, ich will es noch lernen. Ich will es noch lernen, auch wenn es mir jedes Mal Kopfschmerzen macht, auch wenn es mühsam ist ohne Ende. Ich will es jetzt lernen, damit ich es, wenn ich es dann drauf ankommt, zumindest ich ein bisschen was weitergeben kann. Weil alles kann ich sicher nicht weitergeben, aber wenigstens ein bisschen was weiterzugeben. Und das ist das, was wichtig ist. Wir lernen das Sozialverhalten nicht nur für uns, sondern wir lernen es auch für all die Asperger da draußen, die niemanden haben, der ihnen hilft. Weil, naja, auch wenn sich das jetzt ein bisschen komisch anhört, wir können uns auch gegenseitig helfen. Weil wir sind nicht allein auf dieser Welt. Gut, das war alles, was ich euch heute sagen wollte. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche noch. Ich hoffe, dass ihr das ähnlich seht. Wenn ja oder auch nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen, mal da eine kleine Diskussion drüber zu führen, wie ihr das seht. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Facebook schreiben oder auf Twitter oder eben eine E-Mail an die bell.readmy@outlook.com. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, tschüss!